ihr Herz schlägt hier auch für ja, Schwellenländer, sagen wir mal. Sie waren in Indien. Ich möchte noch Afrika dazu nehmen. Wo sehen Sie denn die Rolle der Europäer gegenüber zum Beispiel Indien und Afrika? Ja, auch das ist klar, dass man sich um diese Länder schleunigst kümmern muss. Auch gerade um Indien, wenn man sieht, was da so los ist. Wir haben ja diese indische Mutation, aber gibt es auch wesentlich weitere Mutationen, die da kommen werden aus Indien, weil es halt so ungezügelt ist dort. Also es ist unser aller Interesse, sich um diese Länder zu kümmern. Ja, das ist gar nicht mal so Altruismus, sondern es geht darum, das Virus global einzudämmen. Was extrem wichtig ist natürlich, sich in die Welten reinzuversetzen. Also wer schon in Indien war, der weiß, das ist eine ganz andere Welt, es ist nicht ein anderes Land. Die Leute denken ganz anders, ganz andere Kultur. Man tut sich extrem schwer als Europäer, Dinge nachzuvollziehen, wenn man auch Inder kennenlernt und Menschen kennenlernt, teilweise auch die Werte ganz unterschiedlich sind, anders sind. Aber trotzdem in dieser Heterogenität trotzdem auch das Positive sieht und versucht, irgendwo das zu akzeptieren. Ja. Und jedes Land irgendwie den Weg geht, das für das Land am besten und wo auch das, die Bevölkerung dahinter steht, gemacht ist. Also ich finde weniger das Missionarische irgendwo sinnvoll, wie wir es jetzt über Jahrzehnte, Jahrhunderte gemacht haben, zu missionieren, unsere Kultur irgendwo aufzudrücken und sagen, ihr müsst genauso machen wie wir, sondern eher so ein Miteinander und sagen, was habt denn ihr irgendwie uns zu sagen, ne, als Inder oder Afrikaner? Was können wir von euch lernen? Weil es gibt auch wirklich tolle Sachen, wo wir wirklich was lernen können. Und wo wollt ihr von uns lernen? Ja, dass die auch sagen, was sie gerne wollen von uns. Ja, und wir dann auch bereit sind, natürlich den Transfer dann zu regeln. Also ich finde so Miteinander, wie die UNO zum Beispiel, ja, ist absolut wichtig. Und es wird dann wahrscheinlich auch einige Auseinandersetzungen dann auch verhindern in der Zukunft, ja, die so oder so existieren oder die immer bestehen werden, wenn man nicht miteinander redet. Ich nehme